Dieses Integral hier, das schreit nach Partialbruchzerlegung. Da bringen wir uns erstmal den Integranten auf eine geeignete Form. Also 7x plus 9 können wir abschreiben. Und den Nenner, den wollen wir natürlich faktorisieren, denn die Nenner-Nullstellen sind ja das, was uns nachher für die Partialbrüche interessiert. Also ein x können wir ausklammern. Wir sehen hier, ist in jedem Term drin. Dann hätten wir noch ein x² plus 4x plus 3. Gut, einmal 3 ist 3 und 1 plus 3 ist 4. Also x plus 1 mal x plus 3. Haben wir den Nenner faktorisiert. Und dann wissen wir auch schon, wie die Partialbruchzerlegung aussehen wird, von der Form her. Wir haben irgendwas mit einem x im Nenner, einen Term mit einem x plus 1 und einen Term mit einem x plus 3. Da sehen wir auch nebenbei, dass das Integral hier mit den Grenzen eine Chance hat zu konvergieren. Die Nenner-Nullstellen sind nicht hier auf dem Weg, auf dem Bereich, über den wir integrieren. Und nachher für große x, das haben wir vorher schon gesehen, der Nenner geht dann ungefähr wie x hoch 3, der Zähler wie x, das ganze Ding geht wie 1 durch x Quadrat, also wird das klappen. Gut, jetzt müssen wir a, b und c bestimmen. Wenn wir a haben wollen, dann machen wir Zuhaltemethode. Also wir wollen a bestimmen, da halten wir das x zu und setzen danach x gleich 0. Dann haben wir hier im Zähler eine 9, im Nenner eine 1 und eine 3. Also kommt 3 raus. Wenn wir das b bestimmen wollen, hier das b, dann müssen wir den x plus 1 Term orange hier zuhalten. Also um b zu kriegen, halten wir das x plus 1 zu und setzen dann x gleich minus 1. Dann haben wir also minus 7 plus 9 dividiert durch minus 1 und minus 1 plus 3 ist eine 2. Also haben wir hier eine 2 im Zähler und eine minus 2 im Nenner. Also insgesamt kommt minus 1 raus für b. Und dann vielleicht noch als letztes c, nach genau der gleichen Methode. Wir halten den x plus 3 Term zu, ich streiche ihn hier rosa durch und setzen danach, ich habe keinen Platz mehr, so, und setzen danach x gleich minus 3. Kriegen wir das c noch hier hin. So, wenn wir x gleich minus 3 setzen, dann haben wir minus 21 plus 9 dividiert durch minus 3 und dann eine minus 2. Das heißt, insgesamt haben wir hier oben eine minus 12 stehen und hier unten eine 6, also insgesamt minus 2. Okay, jetzt können wir rechnen. Schnappen wir uns nochmal unser Integral von hier oben. Das wollen wir ausrechnen. Das ist jetzt gleich, hier steht's, das ist jetzt das Integral 1 bis unendlich. Und dann schreiben wir hier 3 durch x minus 1 durch x plus 1 minus 2 durch x plus 3 dx. Das sind alles Logs, die wir da als Stammfunktionen kriegen. Und da brauchen wir auch keine Beträge, denn alles ist immer positiv hier. Die Grenzen sind alle im Positiven. Also 3 mal log x minus log x plus 1 minus 2 mal log x plus 3 in den Grenzen 1 bis unendlich. Unendlich ist weiterhin ein Problem, denn jeder dieser Logs würde auch gegen unendlich gehen an der oberen Grenze und dann werden die voneinander abgezogen. Deswegen müssen wir das noch ein bisschen besser zusammenfassen. Mit Logarithmusrechenregeln wird daraus ein Log von x hoch 3 durch x plus 1 und x plus 3 ins Quadrat. Und jetzt sehen wir, das, was im Log drin steht, hier, machen wir mal noch eine Klammer drum, das, was hier
im Log drin steht, das geht für x nach unendlich gegen 1, weil der Zähler hat einen x hoch 3 Term und der Nenner hat einen x hoch 3 Term, das sind die höchsten Terme und die haben keinen weiteren Vorfaktor davor. Ja, und Log 1 ist gut, Log 1 ist nämlich 0. Also, an der oberen Grenze kommt 0 raus und an der unteren Grenze kriegen wir den Logarithmus von, jetzt müssen wir die 1 einsetzen, das gibt hier eine 1, hier eine 2 und hier eine 3. Nee, Quatsch. Eine 4 ins Quadrat. 4 ins Quadrat. Also, jetzt können wir das irgendwie anders schreiben, wenn wir wollen. Na, ich vielleicht am schönsten ist es alles als Zweierpotenzen zu schreiben. Statt 4 hoch 2 schreibe ich 2 hoch 4. Also haben wir insgesamt ein Log von 2 hoch 5. Das Minuszeichen, was davor steht, verwende ich, um das umzudrehen. Und na, da hinten passt es vielleicht nicht mehr hin. Und das könnten wir auch noch schreiben als 5 mal Log 2. Dann ist das unser Ergebnis.